Willkommen zurück zu Let's Play Deponia The Complete Journey. Im letzten Part haben wir eine Idee bekommen, wie wir mit Krawall wohl fertig werden. Und jetzt legen wir einen Generatoralarm. Ich weiß zwar noch nicht genau, was uns das dann bringt, aber... Wie war das gleich? War Zucker im Tank gut oder schlecht für den Motor? Es gibt nur eine Möglichkeit, das herauszufinden. Es ist schlecht. Ah ja. Es war schlecht. Dachte ich mir's doch. Gehen wir jetzt mal rein. Soll ich jetzt auch noch erklären, warum das schlecht für den Motor ist, oder interessiert das keinen? Es erklärt die Einspritzen. Bravo. So viel weiß ich dann auch. So, machen wir die Taste. Was ist denn jetzt anders? Oha, ganz schön duster hier. Aber noch lange nicht so duster, dass ich mein legendäres Sonar-Gehör zum Einsatz bringen müsste. Immerhin habe ich die leuchtendsten Augen des ganzen Südwestquadranten. Endlich macht es sich bezahlt, dass ich als Kind immer Quecksilberdämpfe eingeatmet habe. Wow. Warte, wenn der Strom aus ist, können wir jetzt den Fisch mitnehmen? Ah. Alex Pen. Was? Alex Pen. Au. Oh. Au. Aber neben dem Jukebox-Server war noch irgendwas anderes zum Anfassen. Der tote Taubentango. Und jetzt leise. Hab's. Wenn wir die Jukebox noch irgendwie benutzen? Da war doch ein Knopf da vorne. Ja. Also Glasstrom ist aus. Warte mal, der Gondoliero hat doch gesagt, er hat nur dieses eine Notenblatt. Ja. Können wir dem den toten Taubentango aufs Notenblatt legen? Wahrscheinlich nicht, weil er da stehen wird, aber da wir ja schon wissen, wir den Typen wegkriegen von seinem bescheuerten. Der funktioniert wieder. Das heißt, wir haben genau einmal die Chance, da reinzugehen, und dann müssen wir wieder neu kaputt machen. Aber da wir den Zucker noch haben, ist das kein Problem. So. Also wenn wir jetzt das hier austauschen wollen, dann wird der meckern. Wie wär's, wenn du mal zur Abwechslung was anderes spielst? Hier. Der tote Taubentango. Das ist aber nicht besonders romantiko, aber... Verbäne. Ich werde geben meine Bestes. Was ja nicht viel ist. So, dann gehen wir jetzt zurück zu Bose und sagen das nochmal, weil dann singt er ja was anderes. Ein anderes Notenblatt hat. Was denn jetzt schon wieder? Ich hab doch gesagt, ich war... Dann müsst ihr euch... Was willst... Ich glaub, der hat was anderes machen Ich geh wollen. Dann mal wieder. Und wehe, du gehst... Ich wollte Bozo ansprechen. Oh je, Rufus. Glaubst du etwa immer noch, dass das eine gute Idee ist? Du willst doch nicht etwa schon aufgeben, oder? Um genau zu sein. Komm schon, einmal noch. Verfluchte Hausierer! Wann lernt ihr es endlich? Wer seine Beine vollzählig mag, sollte niemals... Du schon wieder? Los, komm rein! Komm schon! Du hast Nerven, hier nochmal aufzutauchen. Ich bin wie ein Bumerang. Moment, das war kein Vorschlag. Komm schon, Bambina. Können wir das nicht überspringen? Ich muss nur meinen Satz sagen und schon. Nicht schon wieder. Wie soll man sich bei dem Gejaule denn konzentrieren? Also, ich finde es romantisch. Raus, sofort! Das hat nicht geklappt. Falsches Lied. Aber irgendwas hat das anscheinend ausgelöst, ne?
Hm? Aber Tipps wollen wir keine. Hat er noch andere Lieder, der Alex? Nein. Sicher? Hallo, Test? Achtung, Achtung, der Kutscher sein und seine... Ja, ja, bla bla. Das kennen wir schon. Wie geht das jetzt weiter? Ich geh wirklich nochmal zur Jukebox. Es kann doch nicht sein, dass nur dieses eine Lied ist eine Jukebox, verdammt. Andere Richtung. Ist mir auch aufgefallen. Das Tischtennisschläger? Wo? Nichts als Holz. Ich meine gerade nur optisch gesehen. Ach so, ja, nee. Design irgendwie, her. Ja, irgendwie schon. Ah. Klappe halten, Gondoliero. Wieso hat er jetzt schon wieder... Nee, das ist schon der tote Taubentango. Okay. Also, wir wollen erst den Generator kaputt machen? Nee, warte. Nee. Die Jukebox hat er noch nicht benutzt, als der Strom weg war. Stimmt. Aber der ist sicherlich nicht ohne Grund der Hotspot. Achso, das ist also deponianisch. Das Paarungslied der Schrottkrabben? Schrottlawinen, Tarantella, das lustige Lümmeltütenlied, der tote Taubentango. Ich glaube, wir brauchen das hier. Ja klar, das Lied kommt doch bei den Schrottkrabben an. Ja. Das heißt, wenn wir jetzt nochmal den Strom ausmachen. Backtrack. Rechtsklick? Ah ne, da. Ah ja. Ah ja, genau. Das heißt, wir wollen jetzt den Strom nochmal ausmachen. Gott, ist das mal wieder dämlich. Das ist so eine typische Poki-Logik. Absolut. Wie kriegt man ein Lied in einen Schacht rein? Genau, bringe einen Gondoliero dazu, es zu singen, nachdem du dir das Notenblatt aus einer Spelunke geklaut hast, dessen Generator du kaputt gemacht hast, damit der Typ der Jukebox bedient, weil die Jukebox natürlich nicht elektronisch funktioniert. Warum auch? Egal. Es ist so dämlich. Mhm. Ich dachte gerade kurz, das Bild hätte nur halb laden, weil es dunkel geblieben ist, aber nee, halt, da war ja was. Leise? Ups. Okay, dann machen wir jetzt also hier wieder einen Abgang. Ja, ja. Und drücken ja, das Paarungslied der Schrottkrabben aufs Auge. Ja. Wie wär's, wenn du mal zur Abwechslung was anderes spielst? Hier. Das Paarungslied der Schrottkrabben. Magnifico! Endlich eine Canzone! Molto romantico! Und solange es sind keine Schrottkrabben in die Nähe, ist non pericoloso. Mille grazie. Die Lache klang total bescheuert. Egal. Ja, bla bla, kennen wir schon. Boso anquatschen. Oh je, Rufus, glaubst du etwa? Ja. Du willst doch nicht um, komm schon. Bla bla. Los geht's. Fluch der Hau, lernt er seine. Bla bla. Du schon los. Bla 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 bla. Komm bla, schon. Kennen wir wissen. Bumerang. Die Animation lassen wir jetzt aber einfach an. Nochmal aufzutauchen. Ich bin wie ein Bumerang. Ja, bla bla. Kennen wir wissen so. Hier. So, jetzt aber bitte. Komm schon, Bambina. Können wir das nicht überspringen? Ich muss nur meinen Satz sagen und schon. Ah. Oh, nicht schon wieder. Wie soll man sich bei dem Gejaule denn konzentrieren? Also, ich finde es romantisch. Raus, sofort! Jetzt sitzen da die Schrottkrabben. Jetzt sitzen da auf jeden Fall die Schrottkrabben. Können wir das Ventil zudrehen?
hoffe es. Ha! Ich hab sie. Und jetzt? Jetzt kann man zu diesem Raum da unten nochmal hinmarschieren vielleicht. Weißt du noch, wie man da hingekommen ist? Das war über diesen großen Verteilerscreen, glaube ich. Marktplatz oder wie der hieß. Genau, und dann in die dunkle Gasse. Ja, ja. Da geht's zum Marktplatz. Wir könnten eigentlich auch mal diese Schnellreisekarten benutzen. Richtig. Und was jetzt? Es ist kein Hotspot mehr bei den Schrottgraben. Laufzeichen haben wir immer noch nicht. Das ist nicht der... Verdammt. Ach ja. Jetzt sind da die Schrottgraben nicht mehr. Und was hat uns das jetzt gebracht? Ich hab keine Ahnung. Aber für irgendwas war es definitiv wichtig. Was war das gerade? Da war doch gerade was beim Apotheker. Nein, da, aber du bist da gerade über irgendwas drüber gefahren bei den Rohren. Hier? Geh einfach mal hoch. Ja, da war doch gerade was. Rohrweiche. Beim Waffenladen war das rote Rohr. Und unten war das gelbe. Wo kommt das grüne Rohr raus? Warte, wenn wir dem Ding da folgen, dann geht das da hinten lang. Ja. Da kommt es raus. Bei der Airbag-Kiste. Da wird der Typ hinfahren, wenn er neue Airbags braucht. Und dann sind Schrottkrabben im Airbag. Wir versuchen mal, was passiert, wenn wir jetzt das Ventil wieder aufmachen und dann dem Typen sagen, er soll Airbags holen. Okay. Vielleicht durch ihn dazu zwingen, einen Airbag zu holen. Wir probieren das einfach mal. Mal sehen, was passiert. Wir wollen. Und die Typen hier sind doch garantiert irgendeine Anspielung. Ja, wahrscheinlich. Ich raff's aber nicht. Also, was wollten wir? Gegen Stoßstange treten wollt ihr? Nee, erstmal wollten wir das Ventil wieder aufmachen, damit wir auch rauskommen. Klar. Lauft! Ihr seid frei! Aber nicht verlaufen. Richtig war's schon mal. Genau. Jetzt sagen wir ihm ganz freundlich, dass er sich bitte einen neuen Airbag holen soll. Ne? Aber ganz freundlich. Weisen ihn darauf hin, dass es wahrscheinlich eine bessere Idee wäre, das zu machen. Genau. Aber ganz freundlich, wie immer. Indem wir Vollgas einmal gegen die Stoßstange stiefeln. Ancora? Stupido! Stupido! Komm zu Idiota! Ach ja. Dann lad schon mal zur Airbag-Kiste, würde ich sagen. Weißt du, wer da hinkommt? Ja, du kriegst auf die Schnellreisekarte hier unten. Ja. Das ist beim Industriegebiet, genau. Noch ein neuer Airbag. Wie viele Ersatz-Airbags hat Doc denn nur auf Lager? Aber jetzt ist auf jeden Fall keine Schrottgraben mehr drin. Das heißt, er hat den Schrottgraben-Airbag jetzt. Das heißt, wenn wir da jetzt, wenn wir den jetzt nochmal auslösen, ist da Schrottgraben drin oder wie? Oder was? Und das bringt dann was? Keine Ahnung, aber ich will jetzt nochmal ausprobieren, was jetzt passiert, wenn wir jetzt nochmal... Da ist der Airbag. Da ist die Kiste mit den Schrottkrabben. Aber wenn wir jetzt den Airbag auslösen, platzt der ja hier vorne raus. Wollen wir den Airbag jetzt nochmal aus... Ja, natürlich wollen wir das, dann können wir die Kiste nämlich mitnehmen. Und dann haben wir Schrottkrabben. Ja. Keine Ahnung, was die uns bringen. Prego. Arrivederci. Was für ein Ding? Ach, nichts.
Ich wollte... Kein Hotspot mehr. Ganz toll. Wir können also jetzt nicht mehr gegen die Stoßstange stiefeln. Was dann? Weiß ich doch nicht. Moment, schnell. Mal überlegen. Also, wenn wir... Nein, das ergibt keinen Sinn. Es ist so ewig her, dass ich das gespielt habe. Das gespielt habe ich ja nicht mal selber. Ich habe echt keine... Ich keinen Plan mehr, wie das ging. Du hast keinen Plan mehr, wie was ging. Irgendwas war mit den Schrotten, aber ich weiß echt nicht mehr, was das war. Ich meine, wir können ja mal ausprobieren, einfach nur Just for the Trolls. Was passiert, wenn wir jetzt nochmal zu Bose gehen und ihn singen lassen? Weil jetzt kommt dann ja der Gondoliero an und dann hat er die Schrottkrabben im Gepäck. Genau, dann wird er jetzt nicht mehr singen, vielleicht, weil er jetzt Angst hat wegen der Schrottkrabben. Vielleicht? Oh je, Rufus, glaubst du... Du willst doch nicht umgehen. Komm schon. Nächster Versuch. Ihr werdet, wenn ich erst. Du schon wie. Los! Komm schon! Das Board erinnert mich übrigens an Mordekaiser. Mhm. Deswegen. Du hast Nerven hier nochmal aufzunehmen. Ich bin wie ein. Moment! Von diesem einen Mordekaiser-Skin wurde auch mal das Horn vom Gürtel entfernt, weil es etwas ungünstig platziert war. Komm schon, Bambina. Können wir das nicht überspringen? Ich muss nur meinen Satz sagen und schon. Hörst du die Geräusche, wenn ich mich nicht täusche? Sind Schrapprabben in unserer Uhr. Es quietscht und knarzt in einer Tour. Getrappe, geklirre, wenn ich mich nicht irre. Sind Schrottkrabben im Tempelgraf. Dahin ist mein Schlaf. Ich kann so nicht bannen, du, wenn ich mich nicht verrennen, du. Sind Schrottkrabben in unserer Uhr, was treiben die da drinnen? Die Geräusche, wenn ich mich nicht täusche. Nacht noch Stunden später Schrottkrabben im Chronometer. Dahin mit der Ruhe, wenn ich mich nicht vertue. Schrottkrabben im Zeitmessgerät und langsam wird es wirklich spät. Woher kommen denn plötzlich die Trompeten und Geiger? Was soll der Dreck? Ich will hier weg, ich dreh vor am Zeiger. Es geht mir auf den Wecker schon seit Stunden liegen. Ich glaube, oh, nicht schon wieder. Was für ein Anblick. Los, Boso, sag es. Oha, jetzt wird's interessant. Hey, Puppe, kommst du öfter hier? Oh, Boso. Wow, 6 Worte. Und doch das Tor zu einer neuen Welt. Hey, Puppe, kommst du öfter her? Und mit dem Gondoliero war es das jetzt, glaube ich. Egal. Alter, war das jetzt? Egal. Wir spielen hier Deponia, ein Spiel von Poki. Da brauchen wir uns nicht mehr nichts gucken. Gucken wir doch mal im nächsten Part, ob dieser Satz bei Agro-Krawall-Goal auch funktioniert. Wir latschen dann nur noch kurz hin, damit wir dann nachher dran denken. Und weil wir die Zeit haben. So. Gut, dann quatschen wir es im nächsten Part an. Wie Puppe kommst du öfter her? Ja. Ja, quatschen Sie im nächsten Part an. Bis dahin sage ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. The
Bye.